Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von mir in Star Wars Outlaws. So, den Point kennt ihr schon, ne? Ich würde mal sagen, ja. Denn ich auch. Würde es nicht schneller gehen, wenn ich dich trage? Was? Ich lasse auch mein Zeug nicht hier. Also, naja, die andere Tür ist nicht aufgegangen. Hast du den richtigen Knopf gedrückt? Ich muss hier improvisieren, Boss Nock. Warte. Gut, ich hab's. Was hast du denn da gemacht? Ich falle! Keine Ahnung, ich hab nur einen Knopf gedrückt. Such nach mir, Eindringling. Du musst hier runterkommen. So. Achso, das haben wir alle schon gemacht. So, warum ich das Ganze jetzt übrigens nochmal neu machen darf, ist ganz einfach, dass ich absolut nicht weitergekommen bin. Also, wie bist du denn hier gelandet? Oh Gott, soll ich jetzt mich verarschen? Ein Flohmoor hat mich beim Kartenzählen bei Sabaka erwischt. Hey, Eindringling, da kommt jemand. Bosslock, bist du da? Den falschen Knopf. Oh oh. Also, nochmal. Ich bin nicht mehr weitergekommen. Das ging noch ein paar Minuten so weiter. In der Folge seht ihr das ja, in der letzten. Und ich habe dann einfach kein Gefühl, keinen Bock mehr gehabt, beziehungsweise habe auf einmal gemerkt, dass man das Wort eliminiert. Und das Ding ist, ich wurde ja beim Betreten des Schiffes getroffen. Ja, da bin ich gestorben. War aber dann, so würde ich es jetzt mir erklären, über der Linie, dass die Sequenz weitergeht. Und das war das Ende. Und das war so ein Überschneiden von beiden Sachen, dass das nicht funktioniert hat. Also ich konnte zwar weiterspielen, aber ich konnte eigentlich nicht weiter in den Missionen spielen. Also bringt mir das nichts. Soll das eine Drohung sein? Was war das? Ist jemand umlegen? Hey, geh dafür nicht hin! Das melde ich. Und ich lasse dich nicht aus den Augen. Das reicht. So, jetzt sind wir hier durch. Ja, wie gesagt, ich konnte da nicht weiterspielen und das war natürlich dann in der Gelände. Melde dich vom nächsten Terminal. Läuft genau nach Plan. Nee, nicht wirklich. Ja, klar. Reibungslos. So, Hallöchen. Hat das geklappt? Ja, und jetzt wird's interessant gleich. Ich darf nicht sterben. Scanne Inhalt nach Lieferung. Fracht nicht erkannt. Autorisierung der Hangar-Kontrollbucht erforderlich. Anscheinend musst du die Frachtautorisierung überschreiben. Verstanden. Wo ist die Steuerbucht des Hangars? Voraus. Wir können das sehen. Wir haben es ja so gesehen hingekriegt. Nix. Fass.
Achtung, nix. So. Hier ist ja nichts weiter, ne? Da müssen wir einen vollen... Oh, warte mal, hier ist eine Kiste. Credits. So, bezüglich Korruption. Fähnrich, danke für Ihren Bericht bezüglich korrupter Elemente auf der Treibstoffstation Visavi. Ich bin die Beweise durchgegangen und stimme Ihnen zu, dass es übel aussieht. Ich habe Hauptmann Volo gebeten, sie abzulösen, damit sie sich mit meiner Kommission in Mirogana treffen und ihre Aussage persönlich vollbringen können. Ich sehe eine große Zukunft für sie. Gouverneur Thorn. Okay. Bei so vielen Trupplern kommen wir nicht durch den Hangar. Vielleicht können wir sie rauslocken. Meine Scanning. So, falsch. Die sind richtig. Dann machen wir es mal so. Der ist richtig. Also müssen wir die beiden eigentlich nur tauschen, ne? Alles klar. Ach, gut, eine... Ha! Biologische Probe. Die Sturmtruppler da unten ziehen ab. Das ist die Gelegenheit, Nex. Kehren wir zurück aufs Schiff. So, und jetzt habe ich gleich die Waffe nicht mehr. Alles klar, Nex? Weil ich ja schon schief gehen, Kumpel. Hier runterrutsche. Was haben wir hier noch? Haben wir noch was? Nee, ne? Nur die Leiter. Und jetzt gibt's Action, meine Damen und Herren. Siehst du was? Stimmt, eine Tür weiter. Sorry. Jetzt kommt die Action. Hab ich dich runter. Lass uns rein! Uns? Wer ist uns? Lass einfach die Rampe runter! Da stimmt was nicht. Sie klemmt. Ich repariere das. Oh. Feuer frei. Wenn du das hier überleben willst, dann mach das Ding auf! Ich kann nichts dafür. Sie ist einfach noch nicht bereit. Dann sorg dafür! Wir sind festgeladen. Shit. Okay, ich darf nicht so weit vorrushen. Oh. Oh, wenn du das hier überleben willst, dann mach das Ding auf! Ich kann nichts dafür! Sie ist einfach noch nicht bereit! Dann sorg dafür! Eindringling! Hier draußen sind eine Menge Truppen! Schon kapiert, aber der Bahnbrecher darf nichts passieren! An alle Einheiten, der Eindringling wurde in Hangar 1 gerettet. Ich wiederhole, Hangar 1. Ja. Ein Eindringling! Alles klar! Kommt es um! Bring die Fracht an Bord! Hey, wer ist hier Fracht? Das ist voll. So, jetzt aber. Nein, 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 das war unser Ausgang. Dann sorgen wir für einen neuen. Booster und bring uns hier raus! Die sperren uns ein, Kay! Wir schaffen das! Wir sind draußen! Alles gut! Nichts ist gut! Da kleben Tees an uns! Oh, wir müssen von dieser Station weg! Flieg wieder ins Trümmerfeld! Da hängen wir die Tees ab! Welches Trümmerfeld denn? Wir werden beschossen!
Also, siehst du das imperiale Funkrelais? Da müssen wir hin. Wir löschen die Daten und dann vergessen die Imps, dass es uns gibt. Klar, verstehe. Aber vorher muss ich diese Tees ausschalten. Die Bahnbrecher ist getroffen! Ja, jetzt geht's los. Mit diesen Tees am Hintern können wir das Relais nicht hacken. Schon dabei. Wir werden beschossen. Super, oh, das war's. Die sind wir los. Wir haben es geschafft. Ja. Wer ist der Typ in dem Glas? Bosnok. Bosnok. Gut. Ja. Toll. Nähere dich dem Relais und ich lösche das System. Auch nur ein paar Sekunden. Ohne Unterbrechung. Ja. Das war das nämlich. Dass die nicht mehr verfügbar war. Jetzt kann ich nämlich so gesehen. Kann ich das nämlich machen. Wir sind sicher. Jetzt zurück nach Mirogana. Schnell. Oh Gott. Ich sag ja, ich kann dieses... Was ist denn das? Ich glaube, die Kiste war gerade hier. Danach können wir nämlich zurück nach Mirogana. Da war doch die Kiste.
du denn? Also irgendwie stelle ich mich gerade zu doof an. Da. 0,4. Ich komme da nicht rein. Eingang. Ja, genau. Okay, ich geh's auf. Wir kehren zurück. Booster aktiviert! Alles klar bei dir da hinten, Bosnok? Ist eine Weile her, seit ich das letzte Mal so aufgekratzt war. Macht ihr sowas öfter? Also, tritt der Typ unserer Crew bei, oder? Wir sind keine Crew. Und nein, tut er nicht. Landung. Oh, wie sind sie losgeworden? Ja, Sicherungspunkt. Ach, na gut, das muss Elera beeindrucken. Interagieren? Normaler Kaufspielzeug. Aha. Oh, Hallöchen. Ja, die lassen dich bestimmt Sabak spielen. Wie auch immer du das anstellen willst. Ich bin bald zurück. Mach nicht alles kaputt, Bosnok. Sag mal, wann kann ich Toshara verlassen? Also, zunächst einmal braucht die Bahnbrecher ihre wohlverdiente Ruhe und Entspannung. Sie ist ein Schiff. Ein verwundetes Schiff. Sie braucht Geduld und mich. Das darf man nicht überstürzen. Ja, versteh schon. Mhm. Kaum zu glauben, dass du das geschafft hast, Eindringling. Wie geht's jetzt für mich weiter? Crimson Dawn liebt gute Informanten. Hoffentlich nehmen sie dich auf. Wenn es mir hilft, mich an Torden zu rächen, mache ich alles. Danke, Kay. Hey, keine Ursache. Mhm. So, 31 Meter. Wenn Sie eine Schiffsmechanikerin brauchen, eine bessere gibt's nicht. Schiff nicht verfügbar. Was muss ich denn da machen, dass das endlich klappt? So, warte mal, wo müssen wir denn hin? Da. Das würde mich mal interessieren, was ich da machen muss. Hey, wie läuft's? Ich hab grad ziemlich viel zu tun. Ja, bist du gut beim Sabak? Was? Ja, ich bin aus Kanto Bight. Gut. Ein paar Leute wollen im Makal um hohe Einsätze spielen. Nimm ihnen ihr Geld ab. Ich hab keine Ahnung.
Sie ist näher zu tun, was wir da machen. Ich meine Verstärkung. Hast du es geschafft? Ja, aber da ist noch eine Kleinigkeit. Was denn? Tordens Buchhalter ist auf meinem Schiff und braucht Schutz. Er kennt alle Geschäfte, die der Gouverneur in Mirogana gemacht hat. Das kommt unerwartet. Ich schicke sofort jemanden, der ihn abholt. Also heißt das, ich krieg jetzt endlich alle Geheimnisse von Crimson Dawn zu hören? Nur eins. Die Kopfgeldjägerin, die deinem Todesmahl hinterherjagt, heißt Vale. Sie ist berüchtigt. Ha. Das heißt wohl, dass ich auch berüchtigt bin. In diesem Geschäft ist es besser, anonym zu bleiben. Baka, Bosnok wird abgeholt. Und ich wurde bezahlt. Welches Teil brauchst du als nächstes? Ich kann nicht mehr auf diesem Mond bleiben. Ja, ja. Eins nach dem anderen. Bevor wir den Hyperantrieb reparieren können, musst du deinen Gleiter verbessern. Ach, komm schon, Wacker. Das hab ich doch schon. Warum ist das wichtig? Das wirst du schon sehen. Treffen wir uns an der Kantine am Marktplatz. Da ist es abgeschiedener als bei Makal. Du machst dir langsam einen Namen, Kay. Weißt du, was das heißt? Dass ich dringend von Toshara weg muss? Das heißt mehr Arbeit. Ich habe eine hübsche Liste mit Aufträgen für dich. Und nicht nur ich. Viel mehr Leute wollen dich jetzt anheuern. Oh, danke, danke. Hey, Wes, such mich im Makral auf. Ist das eine Drohung? Ein Friedensangebot. Oh Gott, jetzt haben wir, was haben wir jetzt alles zu tun hier? Ausrüstung? Gehen wir kurz in die Ausrüstung. Achso, hier. Glücksbringer. Du hältst mehr Adrenalin, wenn du einen von nichts abgelenkten Gegner mit einem heimlichen Niederschlag besiegst. Ja, ich überall lieber den Fallschaden. Ich kenne mich. Aha, in der. So, gehen wir mal ins Journal. Was soll jetzt nächstes Mal? Also, das Wrack. Sprich mit Gorak. Schatten der Täuschung. So, und was ich jetzt nicht verstehe, er hat doch dir nämlich gerade da erzählt, ey, du musst mal bitte den Schiffle neu machen. Also auf den Gleiter. Oh ja, Pike Syndikat sollte ich echt machen. Gehen wir zu Gorak, ne? Gehen wir zu Gorak. Ohne Witz. Gehen wir zu Gorak. Oh, rein in die gute Stube. Ja, wir unterhalten uns noch. Ich jetzt erstmal mit Gorak mich unterhalten. Turbolift aktiviert. Gorak. Du wolltest mich sehen? Direkt zum Geschäft. Gut. Ich weiß, du hast viel zu tun als, Pike. Gouverneur Torden und Crimson Dawn wollen mich rausdrängen. Haben sich mit einem meiner Leute verschworen. Ich soll deinen Verräter finden. Und mir die Person bringen. Für ein Gespräch. Ah, du brauchst eine Außenseiterin, damit niemand davon hört. Oh, es ist eine komplizierte Situation. Eine Agentin von Crimson Dawn wurde abgehört, als sie das plante. Wo? Am Mirogana-Markt. Ich schätze, sie sammeln noch Informationen. Ich will wissen, wohin sie das alles weitertragen. Schon dabei, Gorak.
okay? Ich will meinen Ring wieder. Oh, das ist dein Ring. Nix hat ihn gefunden, am Boden. Glatter Zufall. Tut mir leid. Wenn dieses Ding mich nochmal bestiehlt, häute ich es. Ich glaube, das hat uns geholfen. Also, ich glaube, das ist sinnvoll. So. Hiroganamarkt. Wo müssen wir hin? Endlich habe ich diese Auftragsvermittlung. Das Wrack. Ja, da. Wie komme ich denn da am besten jetzt hin? Einfach laufen, wa? Suchen wir mal den Verräter. Vor allem endlich Aufträge, Alter, ey. Sorry, wenn ich das mal so ausdrücke, ne? Das hat mich so ein bisschen genervt. Ich glaube, wir müssen hier lang. Ich habe die beste Auswahl in der ganzen Galaxis. Ja. Also gut, achten wir auf Comlink-Geplauder über Gorak. Achten wir darauf? Achten wir darauf. Schade. Was machen? Können wir nichts machen, ne? Sie ist noch keiner. Oh, guck mal, da ist Hacker. Sag mal, wegen des NAV-Computers und deiner Reparaturen, wie viel schulde ich dir? Okay, wir sind doch Freunde. Das kommt später. Freunde? Würde ich nicht sagen. Doch würdest du, weil ich hier einen EML-850-kompatiblen NAV-Computer für dich habe. Und da ich weiß, was ich tue, ist er gratis. Ach, wo ist der Haken? Kein Haken. Es gibt da dieses alte, unter Amberin begrabene Wrack, voll mit kompatiblen Teilen. Das wurde noch nicht leergeräumt? Naja, wir haben es versucht. Der Wind frischte auf und nicht alle von uns haben schicke Gleiter. Dann stürzt ein Teil ein und jetzt kommt man nicht mehr ran. Ach, kann ich mir nicht einfach einen von einem Pike-Kreuzer holen oder so? Nicht möglich. Die Bahnbrecher ist ein Eigenbau. Sachen von der Stange tun's da nicht. Du hast Glück, dass ich mich an das Wrack erinnert hab. Und noch mehr, dass ich einen Plan hab. Ich brauche nur einen Klasse 11 Energiekern. Und woher genau soll ich so einen nehmen? Von überall her. Zum Beispiel aus imperialen Anlagen. Wir haben's kaum lebend aus dieser Raumstation geschafft. Willst du mich hinter Gitter bringen? Ich versuch nur, dein Schiff zu reparieren. Gern geschehen. Und stirb nicht, ja? Das Wrack. Mhm, gut, das war die Quest. So, ich suche jetzt mal den Agenten hier von Crimson Dawn. Der irgendwo ein Gespräch führen sollte. Und ihr könnt gespannt sein, ob ich es schaffe. Sprich, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Und in diesem Sinne, bis denn.